Moin von der Insel, herzlich willkommen hier auf der Insel des ewigen Frühlings auf Gran Canaria, mitten im Atlantik. Wir haben heute den 8. Februar, wir haben kurz vor 9:30 und die Luft ist sandgeschwängert. Man spricht hier von Kalima. Wir haben seit 2 oder 3 Tagen mal wieder Kalima. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Unterbrechung vom letzten Kalima auf den jetzigen Kalima gegeben hat. Mittlerweile glauben wir haben einen Dauerzustand von Kalima. Die Berge sind kaum zu sehen. Im Tagesverlauf hat sich das in den letzten Tagen teilweise auch so geändert, dass man sie abends gar nicht mehr gesehen hat. Wir hoffen auf Besserung. Die Sonne scheint so ein bisschen da hinten und das ist so sehr, sehr diffuses Licht. Also man kann kaum die Augen öffnen. Im heutigen Video geht es um aktuelle Dinge hier in der Gemeinde in San Bartolomé de Tirajana. Ich stehe hier direkt im Ortsteil San Fernando von Maspalomas, direkt vor den Markthallen von San Fernando. Und ich hatte ja bereits auch im letzten Jahr, ich meine, es war im November, über den Baufortschritt der neuen Markthallen berichtet. Dort bin ich dem Gerücht nachgegangen, das dort kursierte im November. Stimmt es, dass es hier zu einem Baustopp gekommen ist? Dann bin ich mit meiner Kamera hierher gegangen und habe festgestellt, nein, es waren Aktivitäten auf der Baustelle zu sehen. Deutliche Aktivitäten, also viele, viele Bauarbeiter waren dort am Arbeiten und von Baustopp konnte eigentlich überhaupt gar keine Rede sein. Es gab das Gerücht, dass sich ein Eigentümer gemeldet hätte, der Anspruch auf das Grundstück erhoben hat, auf dem die neuen Markthallen hier gebaut werden. Für mich eigentlich völlig unverständlich, weil das gibt ja auch hier in Spanien so etwas wie Grundbuch, aus denen man dann die Eigentumsverhältnisse sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar eigentlich ableiten kann. Naja, wie auch immer, kurz nachdem ich dieses Video im November gemacht hatte, tat sich tatsächlich gar nichts mehr hier auf der Baustelle, beziehungsweise nur noch sehr, sehr wenig. Es waren also vielleicht manchmal so 1 oder 2 Bauarbeiter hier auf der Baustelle zu sehen. Es sind auch am Gebäude selbst noch Fortschritte zu sehen gewesen und die zeige ich euch jetzt mal und ich zeige euch auch mal, wie der aktuelle Stand der Dinge hier an den Markthallen in San Fernando ist. So, hier in diesem Bereich kann man sehen, dass dort diese Fassadenplatten installiert worden sind. Das ist kurz nach meinem Video im November tatsächlich geschehen, aber jetzt hängen dort 3 oder 4 Platten und es geht also nicht weiter. Und ich gehe mal mit euch gemeinsam jetzt hier zum Eingang der Baustelle. Es ist tatsächlich so, dass der Eingang, hier der Bauzaun, täglich geöffnet wird. Und gleich kommt das große Aber. Irgendwie scheint hier tatsächlich nichts mehr zu passieren, beziehungsweise es gibt hier kleinere Aktivitäten zu beobachten, aber es sind keine großen Baumaschinen zu sehen, wenig Baumaterial, was hier vor Ort noch liegt, aber der ein oder andere Bauarbeiter ist hier durchaus zu sehen. Man kann also auch nirgendwo eine offizielle Meldung in den Medien nachvollziehen, warum das Ganze jetzt hier mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist. Die Opposition hier in der Gemeinde San Bartolomé de Tirajana hat nun den Bürgermeister aufgefordert, doch mal Stellung zu beziehen und mal klar zu sagen, warum denn hier die Aktivitäten eingestellt worden sind und das bereits über Monate. Ja, die Sache hier in San Fernando bleibt spannend, spannender denn je. Der ursprüngliche Fertigstellungstermin im November letzten Jahres wurde ja nun verfehlt,
beziehungsweise möglicherweise ist die Definition Fertigstellung ja auch, der Rohbau ist fertig. Und der Rohbau scheint ja fertig zu sein, mehr oder weniger. Und wir bleiben dran und schauen mal, wann die Markthallen dann hier in San Fernando endlich eröffnet werden. Weiter geht's heute für mich zu einer sehr erfreulichen Nachricht. Es geht nämlich um die Straßenzustände hier in Maspalomas. Wer schon mal in Maspalomas zu Gast war, zu der Zeit, zu der Bürgermeisterwahlen stattgefunden haben, der kann bestätigen, dass auffällig viele Straßenbauarbeiten stattgefunden haben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, und ein Zusammenhang zwischen Wiederwahl auf der einen Seite und Straßenerneuerung auf der anderen Seite. Wer dort einen Zusammenhang erkennt, naja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube schon. Also, in der Vergangenheit war es wirklich so, immer wenn Bürgermeisterwahlen waren, dann war zunehmend zu beobachten, dass Straßenbauarbeiten stattgefunden haben. Und zwar in einem größeren Ausmaß, als man das hier sonst beobachten konnte. Wir haben jetzt Februar 2024 und ich stehe hier auf der Avenida de Alemania. Und zwar auf Höhe des Centro Comercial La Sandia. Das ist ja nun relativ bekannt. Hier im Hintergrund kann man das sehen. Und einige Gäste sind am frühen Morgen hier kurz nach 9:30 auch schon da, um den ersten Kaffee oder auch ein erstes Kaltgetränk zu nehmen. So, was wir hier in den letzten Wochen allerdings beobachten konnten, waren Straßenbauarbeiten. Und wer diese Straße kennt, der kann mit Sicherheit bestätigen, dass es eine der schlimmsten Straßenzustände in ganz Maspalomas war. Kann man jetzt sagen. Wie man hier nämlich sehr gut erkennen kann, auf der Avenida de Alemania, das ist übrigens die Verlängerung der Avenida de Gran Canaria. Sie geht dann vom Hotel Rio Maspalomas hier bis zur La Sandia vorbei am Centro Comercial Cita, auch ja sehr bekannt. So, und wer sich diese Straße mal anguckt, der wird relativ schnell erkennen, dass die Fahrbahnmarkierungen relativ weiß sind, relativ neu sind. Ob das die Mittellinie hier ist oder aber auch die Zebrastreifen, alle ganz frisch bemalt. Der Belag, das kann man hoffentlich auch sehen, nagelneu, in einem dezenten, schönen Schwarz, zieht sich jetzt diese Straße hier entlang, ohne ein einziges Schlagloch. Man muss sagen, die haben hier in mehreren Abschnitten diese Straße in einen sehr, sehr guten Zustand versetzt. Es ist aber so, dass das nicht die einzige Straße ist, die hier in den letzten Wochen neu gemacht wurde. Sehr, sehr positiv ist es, insgesamt sind hier 13 Straßen neu gemacht worden in den letzten Wochen oder vielleicht sogar schon Monaten, ich weiß es gar nicht mehr genau, in einem Gesamtvolumen von fast 1,5 Millionen Euro hat hier die Baufirma Lopesan die Straßen alle wieder in einen vernünftigen Zustand gebracht. Lass den mal vorbeifahren. Hat man also noch vor einigen Monaten gesagt, es gibt ja kaum vernünftige Straßen hier in Maspalomas, muss man heute attestieren, es gibt kaum noch Straßen, die nicht vernünftig sind, die mit dicken Schlaglöchern versehen sind, wo es gefährlich ist, Auto zu fahren. Ich kann sagen, ganz, ganz hervorragende Arbeit durch die Firma Lopesan auf der einen Seite und natürlich auf der anderen Seite hervorragend von der Politik endlich angepackt und umgesetzt, Straßenbauarbeiten, die hier stattgefunden haben. Es hat natürlich auch dazu geführt, dass es hier zu wirklichen Verkehrschaos-Situationen gekommen ist. Man stelle sich vor, dass es die Avenida de Tirajana war teilweise auch davon betroffen. Das ist eine der Hauptschlagadern hier in Maspalomas. Oder auch diese Straße, auf der ich jetzt hier stehe, die Avenida de Alemania, ist auch eine sehr, sehr vielbefahrene Straße, die sehr, sehr viel miteinander verbindet. Und
Es ist natürlich zu unglaublichen Umwegen gekommen, die man fahren musste. Allerdings, auf der anderen Seite muss man auch sagen, diese Arbeiten hier haben maximal 2 Tage in Anspruch genommen pro Abschnitt. Und ich fahre gleich mit euch noch mal zu einem sehr beliebten Aussichtspunkt, nämlich in Playa del Inglés. Und auch der Berg nach Playa del Inglés ist mittlerweile neu gemacht worden. Und das hat tatsächlich ganze 2 Tage gedauert. Hier am Kreisel, wo wir auch das Planet Bayern finden, hier zu meiner Linken, finden wir dieses Restaurant, wo es übrigens auch sehr, sehr leckere Schnitzel gibt. Das nur mal so nebenbei. Ich stehe jetzt, wie gesagt, hier direkt an dem Kreisel. Die Straße hier in diese Richtung, das ist die Avenida de Gran Canaria und die geht dann bis zum Hotel Rio Maspalomas und dort ist dann, wie gesagt, geht es weiter mit der Avenida de Alemania. Sowohl die Avenida Alemania als auch die Gran Canaria in diese Richtung, alles neu gemacht. Was noch fehlt, ist dann die Avenida de Gran Canaria in diese Richtung, also Richtung Hotel Rio Maspalomas. Was aber wiederum sehr erfreulich ist, ist der Berg. Den kennt ja nun auch fast jeder, der schon mal hier hochgegangen ist und am Ende dann nach einem Sauerstoffzelt gerufen hat. Hier mit dem berühmten Mirador, mit dem Aussichtspunkt, wo man bei allerbestem Wetter natürlich sehr, sehr tolle Fotos machen kann. Heute ist das eher nicht der Fall. Wir haben, wie gesagt, etwas Sand in der Luft. So, dieser Berg hier, der hatte es auch in sich. Wer zum Beispiel mal mit einem Fahrrad hier runtergefahren ist, also hier diese Straße runter in den Ortsteil Campo International, der kann bestätigen, da musstest du also durchaus sehr, sehr konzentriert sein, um nicht in irgendein Schlagloch zu fahren und einen schweren Unfall zu haben. Das ist Geschichte. In 2 Tagen haben sie hier diesen Berg komplett neu asphaltiert. Beide Seiten. Und auch hier, wie gesagt, hat es natürlich ein kleines Verkehrschaos gegeben. Da konnten wir alle aber gut mit leben, weil wir ja wussten, wofür das ist. Man kann also durchaus sagen, viele, viele positive Nachrichten im Moment hier. Wir freuen uns sehr über die Straßenzustände hier. Es ist ein sehr, sehr angenehmes Fahren und in der Vergangenheit haben wir das immer sehr beklagt, dass die Straßenzustände doch teilweise sehr marode sind. Zu guter Letzt möchte ich euch dann heute noch eine weitere erfreuliche Neuigkeit mitteilen und dazu fahre ich jetzt mit euch in den Ortsteil Sonnenland. Nun stehe ich hier im Ortsteil Sonnenland und zwar in dem dazugehörigen Teil Los Olivos. Ich muss mal kurz den Lieferwagen hier vorbeifahren lassen, damit man mich auch verstehen kann. Also, Los Olivos ist eigentlich ein Ortsteil, der dadurch gekennzeichnet ist, dass hier wirklich viele, viele Villen stehen, die sicherlich irgendwo im ein- oder auch vielleicht im zweistelligen Millionenbereich angesiedelt sind. Und wie wir gestern erfahren haben, hat die Gruppe Aldi, also die Aldi-Gruppe, die ja in Deutschland bekannt ist, in Europa bekannt ist, hat eine Baugenehmigung erhalten und zwar hier in Los Olivos eine Filiale zu bauen. Also Aldi ist ja nun relativ bekannt. Neben Lidl ist Aldi jetzt hier auch seit 2 Jahren auf der Insel vertreten mit insgesamt 3 Filialen, die sich allerdings alle im nicht touristischen Bereich befinden. Die erste Filiale, die hier eröffnet wurde, ist in Millenara, kurz vor Las Palmas. Und in Las Palmas selbst gibt es 2 weitere Filialen. Wir gehen in Deutschland immer sehr, sehr gerne zum Aldi. Hier gehen wir eher gerne zum Lidl. Warum? Aldi hat sich unserer Meinung nach noch nicht auf den spanischen bzw. auf den deutsch-spanischen Markt eingestellt. Also es fehlt noch im Sortiment an vielen, vielen Produkten, die gerade die deutschen Urlauber oder auch Residenten hier immer wieder gerne
kaufen. Wir haben das jetzt seit Eröffnung der Filiale in Millenara beobachtet. Immer wenn wir Richtung Las Palmas unterwegs sind, fahren wir natürlich gerne mal zum Aldi. Und jedes Mal haben wir bisher festgestellt, wir waren fast die einzigen Kunden in dieser riesen Filiale. Jetzt kann man natürlich Mutmaßungen anstellen, was hat Aldi hier eigentlich vor? Aldi hat ja, bevor sie hier ihre Filialen eröffnet haben, ein Logistikzentrum errichtet in Arrinaga, das genauso groß ist wie das Logistikzentrum von Lidl. Und Lidl hat hier, ich meine, 8 Filialen, sodass man also davon ausgehen kann, dass auch Aldi hier in den nächsten Jahren 8 Filialen haben wird, vielleicht sogar noch mehr. Wir wissen es nicht. Die 3 Filialen, die sich wie gesagt im Großraum Las Palmas befinden, sind wie gesagt nicht im touristischen Bereich. Und wir vermuten, auch Aldi versucht natürlich in den spanischen Markt einzudringen und vorzudringen und den Spaniern hier ihre Produkte anzubieten. Wir hoffen, wenn denn das tatsächlich stattfinden wird, dass Aldi hier seine Filiale oben im Sonnenland baut, dass das Produktsortiment auch auf die Bedürfnisse der deutschen Residenten und Urlauber hier angepasst wird. Und in der gestrigen Mitteilung, wo dann diese Filiale nun gebaut wird, hieß es am Rand des Ortsteils Los Olivos, der quasi hier beginnt, an dem Palm Oasis. Und in diese Richtung findet man die ganzen Villen, von denen ich vorher sprach. Und hier direkt angrenzend ist jetzt hier ein Parkplatz, der von der Fläche her sicherlich dazu geeignet sein könnte, hier ein entsprechendes Gebäude zu errichten, in dem unter anderem eben auch Aldi zu finden ist. Wie wir aus der Presse gestern erfahren haben, soll natürlich hier auch eine Tiefgarage errichtet werden und neben Aldi soll es dann auch noch die ein oder andere weitere Verkaufsfläche geben. Zur Orientierung, man kann es vielleicht im Hintergrund sehen, dort hinten haben wir Regen Straßenverkehr, hier fährt also auch gerade ein Bus entlang und das ist die GC1, die die Ortsteile El Tablero und Sonnenland voneinander trennt durch eine Unterführung. Und wenn man die GC1 Richtung Arginigin fährt, dann kann man hier auf der linken Seite auch das Hotel Dunas sehr klar erkennen. Ja, wir freuen uns sehr, dass Aldi endlich nach Maspalomas kommt und hoffen, dass Aldi dann von der Baugenehmigung auch Gebrauch machen wird und in den nächsten Jahren dann hier die Grundsteinlegung erfolgt. Vielleicht sogar schon dieses Jahr, man weiß es nicht. Aldi ist ja ein sehr professionell aufgestelltes Unternehmen und ich denke immer, die wissen, was sie tun. Zu guter Letzt noch eine Nachricht, eine Meldung zu unserer Talkshow. Die Gran Canaria Talkshow ist ja nun sehr, sehr erfolgreich gelaufen in der OK Pool Bar mit einigen technischen Problemen, wie immer. Perfektion, da sind wir noch weit weg davon, aber wir arbeiten dran und wir sind guter Dinge, die technischen Dinge in den Griff zu bekommen. Die gute Nachricht ist, wir haben eine sehr, sehr positive Resonanz bekommen. Wir haben sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Wir haben sehr, sehr viel motivierende Worte bekommen, doch mit dieser Talkshow auch weiterzumachen. Und wir machen weiter. Und zwar wird die zweite Folge der Talkshow am 20. April gedreht, auch wieder in der OK Pool Bar. Die Talkgäste stehen auch schon fest und ich kann euch jetzt schon mal versprechen, es sind auch einige dabei, die man aus Film, Funk und Fernsehen kennt. Also 20. April 2024, 16 bis 18 Uhr in der OK Pool Bar. Sicherlich werden wir beginnen bereits um 15 Uhr, damit die Gäste auch alle ihren Platz finden. Wir werden wie immer natürlich auch die Zuschauer einweisen und dann geht es Punkt 16 Uhr hoffentlich los. Und wir freuen uns sehr, euch dann vielleicht eine Woche oder auch 2 Wochen später dann die Talkshow auf unserem YouTube-Kanal präsentieren zu dürfen.
Wir sagen wie immer vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung und schaltet wieder ein, wenn ihr auf Gran Canaria etwas Neues erfahren wollt, dann seid ihr hier richtig. Vielen Dank nochmal und hasta luego, bis zum nächsten Mal.